Faschingszeit in Grünewalde. Am vergangenen Sonntag waren der Karnevalsclub und die Dorfjugend mit 35 Teilnehmern in der Gemeinde unterwegs. Mit ihrer Zampertour von Haus zu Haus läuteten sie die nächsten Höhepunkte in der fünften Jahreszeit ein. Die Tradition des Zamperns in Grünewalde habe der Karnevalsclub begonnen. Gepflegt wurde der schöne Brauch seit der Gründung des Vereins 1983, sagt Thorsten Arlt von den Karnevalisten. Vor gut 5 Jahren klinkte sich die Dorfjugend ein und sei seither fester Bestandteil der Zampergemeinschaft. Um möglichst jedes Haus im Dorf anzulaufen, startete sie ihre Runde bereits früh 9 Uhr. Alles in allem waren sie anschließend rund 15 Kilometer auf den Beinen. Eingesammelt haben sie unter anderem Eier, Hochprozentiges und etwas Kleingeld, so Art.